Wir sind hier mitten in Cavalese, einem der schönsten Orte in Val di Fiemme, bei dem auch die Medaillen vergeben werden für die Nordische Skiweltmeisterschaft 2013. Das ist aber nicht bloß der Medaillenvergabeort, sondern auch die Heimat von Christian Zorzi. Val di Fiemme, hallo, ciao, grüß dich. Ciao, welcome in Val di Fiemme. Do you have the medal here? Yeah, my medal, Salt Lake City 2002, the silver one. The mine is bronze, I won the revenge. On Ski? Yeah. Geben wir mal eine Chance, oder? Probieren wir's. Wunderbar! 400 Höhenmeter auf 4 Kilometer, Final Climb, die steilste Loipe der Welt. Auf geht's, geh mal. Auf geht's, Toro! Gib, gib Gas! Bye, bye! Geh weiter! Du, was ist Tour de Gusto? Kennst du nicht? Wir haben 6 Stationen auf Alpe Cermis während der Tour de Ski und du kannst unsere Spezialitäten aus Trentino kosten. Ja, mein Kollege Christian Zorzi hat es nicht ganz so gut. Der keucht sich gerade die Seele aus dem Leib. Auf Christian Zorzi. Salute. Salute. Ciao. Bis später. Prost! Campione, congratulazione! Christian Zorzi, der schnellste Mann aus Italien. Auf die Weltmeisterschaft 2013 in Val di Fiemme, auf die Tour de Ski, den Final Climb und vor allen Dingen die Rampa Conny Campioni zum selber mitmachen. Mondiali 2013 in Val di Fiemme, Finale Tour de Ski 9 gennaio e Rampa Conny Campioni appena prima. Prost! Salute!